So, dann kümmere ich mich doch jetzt erstmal darum, warum tue ich das eigentlich? Warum mache ich das so? So, und jetzt mit meiner Scheiß-Gießkanne. Kann ich eigentlich... Frage. Beziehungen, ja, ich weiß schon. Ja. Boah, Vaku, ich krall mich. Ich krall mich. Alter. Was braucht ich denn dafür? Guck mal, Tempel 1 ist durch. Tempel 1 können wir durch... Ich nehme schon eine Weile auf, okay? Was? Schneeglocke. Baumwolle. Okay, ich brauche Schneeglöckchen und ich brauche Baumwolle. Ich habe nochmal zwei Sprenkler gemacht. Da kommt Schneeglocke hin. Und da versuchen wir die Baumwolle hochzuzüchten. Okay. Dünger. Meine Güte, Alter. Wie hart willst du auf dem Schlauch stehen? Ja. Nice, drei Batterien. Geil. Ich muss denken. Ich habe keine Baumwolle mehr. Fuck. Es ist Donnerstag, okay. Ich gehe zu Fuß. Ich wusste gerade nicht, ob ich zu Fuß gehen soll oder ob ich teleportieren soll. Gott, Alter. Merke, nach 2 Stunden wird's brain dead. Ja, zwischendurch. Okay. Ist okay. Darf nicht vergessen, was ich wollte. Hey Eva, hast du heute Kuchen gebacken? Ich würde schnell einen brauchen. Nein, habe ich nicht. Tut mir leid. Aber ich habe ein paar Kekse frisch aus dem Backrohr. Genügend Kekse? Passen Kekse auch? Passen jetzt die Kekse? Nun ja, ich denke schon. Warum? Was ist passiert? Meine Mutter hatte letzte Woche Geburtstag und ich habe vergessen, ihr einen Kuchen zu backen. Ich habe ihr sonst jedes Jahr einen Geburtstagskuchen gebacken. Meine Güte, ich kann mich nicht erinnern. Seit ich backen kann, nehme ich an. Es war eine Tradition, aber heuer habe ich es irgendwie vergessen. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Oh je. Was meinst du, was soll ich machen? Sage dir weiter und entschuldige dich. Sie ist deine Mama. Sie weiß doch, dass du es gut meinst und keine Absicht war. Sie muss das nicht wissen. Das würde sie nur verärgern. Sage, dass du ihren Kuchen verschickt hast und dass er auf dem Postweg verloren gegangen ist. Nee. Wahrheit sagen. Ja, ich glaube, das mache ich so. Ich habe nur ein schlechtes Gewissen, weil sie sicher die ganze Zeit darauf gewartet hat. Danke für die Hilfe, Leute. Ich glaube, ich kaufe ein paar Kekse und schicke sie ihr. Sehr gut. Kekse sind auch geil. Ich muss gehen und einen Brief schreiben. Ich will jetzt mal ein Paket probieren. Bis bald. Fitti. Tschüss mit Ö. So, ich brauche jetzt Dinge. Hast du Dünger? Du hast auch Dünger 2. Und ich habe Geld. Wir verstehen uns also. Baumwolle. Ich kaufe ein paar, weil...
Wir werden wahrscheinlich eine Weile brauchen, bis wir das in Lila bekommen. So. Kaffee, Knoblauch und Kaktus. Okay. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ich muss zum Schmied. Digga. Ich weiß nicht, was ich heute wieder mit meinen Worten habe. Aber ich muss zum Schmied. Ich brauche die Halskette und dann muss ich zu Baku. Und ich habe so einen Koffer. Stimmt, ich habe so einen Koffer. Die habe ich schon. Einkaufen. Medaillon. Tschüss. So. Baku, wo bist du? Der läuft gerade weg. Du Arsch. Los. Nimm meine Liebe. Jetzt hätte ich es fast ihm geschickt. Ja. Ich würde dich gerne besser kennenlernen. Vielen Dank für das Medaillon. Immer wenn ich mir in letzter Zeit den Tempel angeschaut habe, erscheint er mir lebhafter. Vielleicht bilde ich mir das nur etwas ein. Nein, bildest du denn dich? Hast du gewusst, dass du einem Stern, den du entdeckt hast, einen Namen geben kannst? Das wusste ich tatsächlich. Irgendwie wie so bei einer Krankheit. Ah. Du erklärst gerade. Ach. Ich kann mir schon einen Stern mit dem Namen Baku vorstellen. Glaubst du? Wow, das ist aber ein riesiges Kompliment. Ah. War das immer fertig? Ja, wir sind fertig. Ich habe mir jetzt Baku klar gemacht. Nicer Scheiß. So, dann kümmern wir uns mal hier jetzt um die Baumwolle. Ich habe die noch nicht gegossen, ne? So. Ist alles voll? Ja. Dann let's go. Oh nee, es ist schon. Oh, Tatsache. Okay, dann brauche ich die nächsten drei. Oh, hoppala. Ich habe vergessen, dass das nach oben weggeht. Upsi. So, dann brauche ich jetzt noch mal... Und das Schneeglöckchen. Eigentlich ist dieses Ding ja da, damit ich ganz viel von diesen richtig geilen Dingen bekomme. Was ich immer in meine Gerätschaften stecken kann. Aber jetzt ist es dafür da, dass wir Ding bekommen. Unsere lila Feldfrüchte. So. Perfekt. Die brauchen 12 Tage, die brauchen 9 Tage. Ja, easy. Habe ich den Dünger bei Sonstiges drin? Ja, gell? Ist es nicht Quatsch, dass ich Dünger bei Sonstiges drin habe? Was brauche ich eigentlich noch? Knoblauch? Nee. Kaffee? Nee. Kaktus? Nee. Oh! Entschuldigung.
Wir fallen die ganze Zeit... Meine Tiere! Oh Gott, Alter. Wir fallen die ganze Zeit neue Sachen ein. Es ist ja ein neues Gebiet frei. Da müssen wir ja auch noch hin. Ah. Lieb mich, los. Lieb mich, Schwein. Dann kann ich dir jetzt random die Ziege melken. Ihr wart doch immer gleich fertig. Oder war jetzt eine beleidigt? Ja. Ich streiche sie nochmal. Mal platzieren. Ab geht's hier rein. Doppelte Produkte, jawohl. Ich bräuchte wieder so ein großes Wachtelei. Das habe ich voll vercheckt beim letzten Mal. Haustier, 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 Haustier. Haustier. Ich finde es gut, dass dort das Haustier dort steht, bei denen, die ich noch nicht gestreichelt habe. Macht es ein bisschen besser zu differenzieren, wen ich schon habe und wen nicht. So, dann baller mal hier die Milch wieder rein. Und hier auch. Wunderbar. So. Ich kann wieder ein bisschen was verkaufen. Ich habe vergessen, das Zeug rüberzubringen. Ach so, ich wollte die gar nicht ach so, hoppala. Ja, jetzt habe ich angefangen, die zu verarbeiten. Mist. So. Wir haben da hinten ein neues Gebiet freigeschalten. Ui. Bambussprosse. Ui. Wie schön. In den japanischen Garten freigeschalten. Ich glaube, da konnte... Ja, da konnte man schon vorher rüber. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, der ist für die Bambussprossen zuständig. Komm her, Fliegeding. Es war der komplette durchgelaufen, ne? Ja. Aber es war doch noch was, oder? Ist nicht noch was freigeschalten geworden? Gewesen, Bienen? Oder war es wirklich nur das? Der mufft immer noch. Mistviech! Das Ding fange ich ja nie. Na guck mal, wer mir da wieder den Weg kreuzt. Verkauf die nur. Quatsch, ich. Ja. Ich fange die nur, um die zu verkaufen. Muss eigentlich die wirklich auch mal wieder mitnehmen. Und wenn wir schon mal gerade da sind, holen wir uns hier auch noch mal kurz Hartholz.
Nice. Liegt hier hinten noch eins? Alter, diese Motte ist ja... schrecklich. Damit. Ich glaube, da fehlt es mir noch ziemlich an Löppel. Ich will diese Scheißmutter. Die war grün! Gemein. Ich wollte doch, ich weiß, dass da hinten noch eine liegt. Ich wollte doch eigentlich noch mal runter an den Strand, ne? Um zu gucken, ob sich die Sachen ändern. Im Laden. Es wäre voll nice, wenn wir da, wenn sich das ändert. Und wir da jetzt quasi dann heute so einen roten Barrel drin hätten. Guten Tag. Hast du heute? Ne, du hast immer noch das gleiche drin. Ja, du hast auch noch das gleiche drin. Und du auch. Okay. Ich habe hier hinten auch nichts vergessen. Nee. Da ist einfach nichts mehr. Ach, kann ich nicht. Okay. Schau ich jetzt noch runter bei den Spielen. Vor allem bei diesem Quiz-Trivia-Ding. Wo ich anscheinend nicht mehr weiß, wo es war. Da. Ah ja, okay. Nee, da gibt's nichts mehr für mich. Hervorragend. Dann gehen wir mal wieder zurück. Ich hänge an dem Kabel. So. Jetzt habe ich alles schon gespendet. So. Kaufen wir den Bums noch? Ist falsch. Sie kommt noch hier hin. Dann machen wir die noch voll. Ja, wir haben jetzt ein bisschen Schrott verbraucht, weil wir wieder was hergestellt haben. Natürlich mal ein bisschen blöd, weil wir Schrott ungefähr. Ich hab's fast. Was für alles brauchen. Halt. Das nehmen wir noch mit. Das auch. Okay, wir müssen uns morgen wieder ganz dringend um unsere Produktion kümmern. Für diese Aufsätze. Da ist ja noch nichts fertig, ne? Nee. Ja, es wird schon spät. Immer dieser Stress hier. Ja, Liebster! 5000, nice! Huch! Wir haben ein Date, Beginn einer romantischen Beziehung. Heute findet ein Fest statt. Ja, das Fest haben wir schon am ersten Tag erledigt.